Wenn du jeden Tag, wenn du dein ganzes Leben lang dich immer nur mit unangenehmen Momenten befindest, dann ist dir irgendwann egal. Also mir ist mittlerweile wirklich extrem viel einfach egal geworden. Ja, aber Auch so vor jemand so müssen. zu singen, das ist schon so eine Sache. Mach mir, also, oder? Mach mir nicht jetzt so, oder? Wenn jetzt irgendwie fragen, okay, du hast jetzt aber davor noch nie gesungen. Hab ich nicht. Ah, nee, ist das erste Mal. Wenn ich so, als ich zu dir ins Krankenhaus kam, du so, hello. Als ob ich jetzt direkt, ja, wir müssen das mal kennenlernen, was da normal ist, direkt anfangen zu singen. Also ich bin nicht so extrovertiert, dass ich direkt anfange zu singen, Was so. sagen jetzt eine Extrovertierte? Ich Natürlich. bin auch Für extrovertiert mich hat es mit extrovertiert zu und singe tun. nicht, ich singe nicht vor Leuten. Weil du dich magst, wenn du singst. Du magst deine Stimme nicht. Machst du, wenn du singst? Mann. Du musst dich Vor selbst lieben. meinem Ex-Freund habe ich gesungen. Was heißt gesungen? Also. Guck mal, ich kann überhaupt nicht singen, aber mir ist das egal. Aber du solltest nie in der Karaoke singen, oder? Ich würde auch Karaoke singen. Ja? Ja, wirklich. Wirklich? Hast du Wirklich. schon mal gemacht? Ja, aber da war ich 16. Oh, Ich als bin ja wäre das jetzt erst. so lange Ja, siehst her. du, das. Boah, so, boah, es war mit Ja, 16, 3 Jahre. 16 ist man noch ein 2 Kind. Jahre. Ja, ist ja. Ich finde, bis man 21 ist man eigentlich ein Kind. Ja, ich würde auch sagen, ich bin. Also, ich. Weil es. Guck mal, ich weiß selber, als ich 18 jetzt rückblicke, man ist mit 18, man ist mit 19, man ist mit 20, man ist einfach immer, also will man natürlich Vielleicht nicht ist man auch hören, mit noch länger noch ein Kind, wer aber ich finde, weiß. man müsste erst, ganz ehrlich, eigentlich finde ich, man müsste wirklich, wirklich jetzt mal, Erwachsene ab 25. Und nicht mal da sind Leute, manche Erwachsenen, aber Ja. einfach dieses Alkoholsaufen, wie die Leute dann Ja. ausrasten mit 18, das sind Ja. Kinder. Ja, das ist richtig. Ja, weil ich weiß ja, was ich so mit 18 gemacht habe und. So gesund war es jetzt nicht, ne? So in der Aber Disso rumhängen und ja, Alkohol ist trinken. extrem ungesund. So. Ich mach's jetzt zum Glück nicht mehr, zum Beispiel. Ja. Warst du überhaupt schon in der Disco? Ja, natürlich, ich war mit. Ich guck mal, ich war der einzige meiner Freunde, das ist eine wahre Geschichte, der mit 17 überall reinkam. Überall, ohne Weil Ausweis. du älter aussahst? Ja, ich sah Was? viel älter aus. Ach, wegen der Ja, Dings. wegen Kiefer und wegen der Akne, wegen den Haaren. Ich sah wirklich aus wie Aber du hattest so 23. ein ganz dünnes Gesicht. Warum waren das Nein, so. es war nicht so extrem. Es sah, nicht, ich, es Es war einfach, die Fotos sah sind so vielleicht gut aus, oder auf was? Fotos so aus, aber es sah einfach älter aus, so. So einen extrem breiten Kiefer nach vorne gezogen. Es sah einfach wirklich älter aus. Als ob ich. Aber jetzt sehe ich, du hast hier immer noch auch so eine Schwellung. kleine Schwellung, Ich ne? weiß. Genau hier, weil hier Ja. ist sowieso. Ich weiß, dass Genau, hier genau. ist auch noch ein bisschen Schwellung drin. In der Oberlippe. Das spüre ich richtig. Hier vorne zumindest. Gehst du jetzt eigentlich Lymph zu Meine Mutter Lymphdrainage? macht eine Drainage. Einmal die Woche. So auch, also ich. Nicht so richtig. Lass dich doch schreien, verschreien von Zeugen bei. Nein. Brauche ich Ich nicht. gehe immer noch hier nach fast einem halben Jahr. Immer noch verschreiben lassen? Ja, klar. Ey, so diese Verspannung, die ich hier habe. Ich habe ja echt Probleme, ne? Ja. Hatte doch wie so eine walnussgroße Fährtung hier. Und ich musste ja so eine Übung jetzt machen. Das hat mir Viktoria aus der Gruppe gezeigt. Die musste so machen. Ja, hast du mir mal erzählt. Ja, und dann Schon auch letztes so. Mal Und dann hier. auch so. So, sorry, ich habe ein bisschen Eis. Ja, seit im Alter schwierig, oder? Mit Sachen merken und so. Ich bin offiziell gestern 35 geworden. So. So, Freunde. Jennifer ist gestern 35 Jahre alt geworden. Erstmal alles Gute von mir nochmal hier offiziell vor Kamera. Danke, toll. Wie fühlst du dich? Alt. Fühlst dich alt? Nein, heute habe ich auch nicht so einen guten Tag. Nee, also ich fühle mich auf jeden Fall nicht wie 35. Glaubt auch keiner, dass ich 35 bin. Niemand hat gesagt, dass du 35 bist. Von allen, die dich jetzt gesehen haben auf dem Video, hat niemand behauptet, dass du älter als 30 bist. Ja, also ich werde immer in dem Alter zwischen immer so 28 bis 30, also immer irgendwie Ja. so in dieser Spanne. Nee, 35 und es ist natürlich jetzt echt nochmal. Ich habe natürlich ganz andere Sachen als jetzt du erstmal in dem Alter und dann nochmal Klar. als Frau in meinem Alter ist Klar, ja nochmal. natürlich. Das will ich jetzt auch gar nicht Musst du nicht. Das ausweiten, aber ist so. alles. Verstehen die meisten wahrscheinlich schon. Sind natürlich jetzt so eine Themen dann auch mit Ja. Kindern und bla, aber. Worum es heute geht, ist das Thema Selbstliebe. Und wenn wir jetzt gerade an dem Thema angeschlossen sind, was dein Alter angeht zum Beispiel, oder was generell unsere Äußerlichkeiten angeht, ich finde, jeder von uns verbindet Selbstliebe mit seinem Aussehen. Also ich konnte mich nicht lieben, als ich schlechter aussah, und kann mich jetzt mehr lieben, als ich davor sah, obwohl sich nur mein Äußeres verändert hat. Mein Inneres hat sich ja nicht so schnell verändert. Das geht ja gar nicht. Aber ich glaube, dass sich das Innere sofort ans Äußere anpasst. Ja, wenn du, ist ja klar, wenn du dich wohler fühlst und Ja. denkst so, hey, ich fühl, so, du gefällst dir jetzt so, Ja. ist klar, du hast eine ganz andere Ausstrahlung und Richtig, so. richtig. Naja, das ist natürlich. Ich habe mal nicht eine Frage, wie war das als. Weil meistens wird man ja als unzufrieden, wenn man dieses so Mobbing kommt oder du hörst blöde Ja, Sprüche, wie ich auch in meinem Video meinte, mit natürlich, dem ja. von der Seite, es Ja. sieht komisch Mich hat aus. niemals
in meinem Leben jemand auf meinen Kiefer angesprochen. Warte mal. Weil meistens kriegen ja Leute eher Komplexe, weil sie von Leuten blöde Kommentare und davor waren sie eigentlich zufrieden mit sich. Ne? Erst durch irgendwie Kommentare ja so. Und dann du ja, fängst du halt an, dich zu vergleichen. Als Baby bist du ja zufrieden. Das ist ja egal, ob du dick, dünn bist. Als Baby ist dir egal. Mit 3, 4, 5, 6 Jahren ist dir egal, ob du fett bist. Das interessiert dich einfach nicht. Aber irgendwann fängst du an, von außen Erfahrung zu sammeln. Fängst du an, die Blicke von Menschen zu analysieren, wenn dich angucken und dich anders bewerten als den Typen neben dir, weil der dünn ist. Das war bei mir zumindest so. Ich war 10 Jahre alt oder so, immer auch schon übergewichtig. Hab schon damals gemerkt, dass ich anders behandelt worden bin von den Menschen, weil ich dick war. Ja. Aber war hat so nie jemand was zu deinem Kiefer gesagt? Nie. Das hat niemand bemerkt. Ich hab's so versteckt, mein Kiefer war immer offen. Guck mal. Wenn mein Kiefer offen war, sieht er eigentlich genauso aus wie jetzt. Ich hab ungefähr so. Aber hast du das mit Absicht so gemacht, ne? Okay. Den ganzen Tag über. Das war ja auch anstrengend, oder? Ist den ganzen Tag Stress. Aber ich dachte. Du hast eigentlich nur Pause und es auch mal daran, wie sich aus. Ja, den ganzen Tag. Und das muss doch so eine Entspannung jetzt sein, oder? Ja, ist es wirklich. Ich habe meinen Leberwert testen lassen damals. Ich habe extrem hohes Cortisol-Level gehabt. Also es war wirklich. Die Skala war von 1 bis 100 und meine war irgendwie bei 900 der Wert. Also wirklich 9-mal so hoch wie maximal. Ja, da stand drauf, wurde von den Ärzten überprüft, weil die es nicht glauben konnten, weil mein Stresslevel so hoch war. Ja. Und es war unglaublich für mich auch zu sehen, dass es auch im Körper schlimmer so ablesbar ist. Und deswegen habe ich auch, deswegen wurde auch die Akne schlimmer, glaube ich, weil dieser ganze Stress ist, glaube ich, mit das Schlimmste gewesen. Ja, Cortisol ist halt, wenn du so auf Dauer so einen enorm hohen Wert hast, ne? Also ist auch super ungesund. Ist es auch. Ich bin in der Zeit extrem gealtert. Ja, man altert auch. Man altert gealtert. Ich bin auch schneller durch Stress. Wirklich, es ist unglaublich, wie das funktioniert. Deswegen, manchmal sehe ich so 25-Jährige, die so aussehen wie 18-Jährige, die sind so geil, Alter. Die sehen noch so jung aus, so frisch im Gesicht. Kennst du diese Baby-Gesichter, diese frischen Gesichter? Ja. Und ich hätte niemals so 25 und so ein frisches Gesicht noch haben. Ich sah mit 25, glaube ich, so aus. Kann sein. Das ist schon 10 Jahre her. Ach, ja. 10 Jahre mehr Erfahrung. Okay. Was hast du eigentlich bei dir war es ja auch so, dass du jetzt von so einem Tag auf den anderen kam dieses, dass du dich nicht mehr schön findest. Davor warst du okay für dich mit dem Kiefer. Also du hast damit gelebt. Und dann war von einem Tag auf den anderen, dass diese Operation kam. Und dann musstest du 3 Monate lang alleine damit klarkommen. Wie bist du da rausgekommen? Was war der entscheidende Punkt, dass du gesagt hast, wir schreiben jeden Tag Menschen an, dass sie nicht rausgehen können, weil sie sich so schlecht fühlen. Ja, aber meinst du jetzt, um es mir davor so ging oder nach der OP? Nach der OP. Okay. Da ging es ja am schlechtesten. Naja, also bei mir war das so, mir ging es vor der OP eigentlich richtig gut. Ich habe sehr, sehr viel an meiner Selbstliebe gearbeitet mit verschiedenen Sachen halt. Ja. Das kann ich ja gerne nochmal näher drauf eingehen oder halt auch nicht. Also ein paar Bücher erwähnen, Bücher lieben. Also Bücher ist perfekt. Ja, also Lesen bringt nicht halt was. Man muss halt dann halt auch gewisse Sachen tun und in seinen Alltag integrieren. Genau. Und mir ging es eigentlich richtig gut. Da ist auch die Zeit, wo ich dann auch wieder was mit meinem Ex-Freund zu tun hatte. Und ich war positiver, ich war wirklich ruhig. Ich habe gemerkt, aus mir heraus ist wirklich so eine... Ja, also ich glaube, so fühlt sich wirklich an, wenn du dich selber liebst. Also zu 100% gibt es keinen Menschen, vielleicht ein erleuchteter, im Himalaya-Gebirge. Aber wenn du so eine 70-30 hast, also 70 von dir selber generierst und 30 von außen, so ein bisschen Beschädigung, also halt meistens umgekehrt, dass du komplette leere Eimer hast, vielleicht 10% und dann probierst du 90% von außen, Instagram, Beschädigung. Ja. Wie sehe ich aus? Ich brauche die ganze Zeit von außen diese Beschädigung. Ja. Und es ist halt mega ungesund. Ist es. Also um nochmal darauf zurückzukommen, mir ging es wirklich super, ich war positiv, ich war ruhig, ich bin Stress ganz anders angegangen, ich war viel bewusster auch im Alltag und dann kam halt die OP, worauf ich dachte, ich hätte mich ja auch psychisch gut darauf vorbereitet durch die ganzen Videos. Dachtest du? Ja. Und als dann aber die OP war und ich weiß noch, ich war ja auch total auf Morphium. Ja. Und ich unbedingt auf Toilette musste und die beiden Schwestern, wollten, dass ich in so eine Bettpfanne mache, und es einfach nicht ging. Ja. Und ich darauf bestanden habe, dass die mich halt zur Toilette bringen, weil ich konnte gar nicht mehr, krass, war ja total down. Haben eine rechts und eine links mich gepackt und dann meinte die eine noch, weiß ja, wie klein die Krankenhauszimmer waren, gucken Sie jetzt bitte nicht in den Spiegel. Was mache ich natürlich? Guck genauso rein. Ich sah aus, also der Esse, also was du so auf Morphium halt mitbekommst, ist natürlich so, du siehst da, also ich habe alles gesehen, aber nicht mich. So, ich wusste natürlich, dass ich es in dem Moment irgendwie bin, aber ich habe mich nicht erkannt. Was ist das für ein Gefühl? Warte, als das Morphium dann nach 1,5 Tagen abgesetzt wurde und ich dann wirklich so
Ich bin da, du gehst ja wie oft ins Bad? Also ich bin mega oft ins Bad. 5-mal am Tag. Ach, ich bin 50 Mal am Tag. Das ist jetzt übertrieben, also bestimmt 10, 15 Mal. Ja, genau. Du musst ja putzen, dann gehst du auf Toilette. Ich hatte auf jeden Fall am dritten Tag schon eine Identitätskrise, weil ich wirklich mich nicht erkannt habe. Und am allerschlimmsten war es dann halt 5 Tage, nachdem ich dann halt entlassen worden bin, als ich dann bei der Person war, die mich halt dann auch gepflegt hatte die Woche. Ich habe nur geheult, weil es mir so schlecht ging, weil ich mich einfach überhaupt nicht erkannt habe, weißt du? Und dann kann natürlich von außen, ist ja nur so kurze Zeit, aber wenn du einfach siehst, und es passiert dir auch nichts, es ist halt nicht wie bei dir gewesen, ne? Ich hatte einfach so ein Gesicht, und wenn du deine Gesichtszüge einfach so kennst, wie sie davor waren, du plötzlich, ab hier, ich wusste nur so, okay, das ist meine Augenfarbe. Ja. Aber ansonsten meine Nase, also wirklich, und? die war ja so wie von einem Gorilla. Ja. Und es war für mich so schlimm, weil das Schlimme ist, wenn du davor schon ein Problem hast mit deinem Aussehen und wenn das noch verschlimmert wird, also ich habe das einfach gar nicht gut weggesteckt, weil meine Schwellungen halt einfach auch nicht abgeklungen sind. Und bei mir war ja das Schlimme, die Lücke, und ja, viele sagen halt, die Lücke ist schon so schlimm. Ja, aber wenn man noch nicht mal den Mund zumachen kann und ich rausgehen muss, die Sauermehl rausgelaufen ist, weil ich die Lippe nicht gespürt habe, es war halt bei mir sehr extrem und es war für mich super schwer. Und ich bin dann auch so in so einen Negativstrudel reingekommen. Genau, dieser Negativkreislauf, der ist auch ist ganz gefährlich. Ja. Da rauszukommen ist wirklich extrem schwer. Es hat bei mir auch extrem lange gedauert. Ich schaff's immer wieder. Also da habe ich ja jetzt auch praktisch geschafft, aber es ist halt, da gehört schon... Fällst du auch manchmal wieder zurück? Oder bist du jetzt komplett durch, würdest du sagen? Naja, also komplett durch ist jetzt nicht so, weil ich ja auch noch weiß, ich habe noch eine OP. Richtig. Vor der ich unglaublich Angst habe und halt auch Angst habe durch die Aussagen von Herrn Punkt, unserem Arzt. Ja. Ja, als meine Nase dann sich wieder, also noch optisch verschlechtern würde, und da habe ich halt einfach keine Lust drauf, weil ich davor eigentlich zufrieden mit meiner Nase war. Mhm. Ja, natürlich mit der Spange. Manchmal gibt es auch schon Tage, wo ich denke so, ach, ist gar nicht so schlimm, aber ich merke halt einfach, dass ich nicht so, dass es schon ein bisschen an meinem Selbstbewusstsein, Selbstwert gekratzt hat, dass ich momentan mich fast, es klingt jetzt blöd, aber hässlicher fühle als vor der OP, weil das jetzt einfach hier auch anders aussieht, und das ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh, anders, aber schöner, sondern eher anders und irgendwie nicht wirklich besser, also so, keine Ahnung, jetzt ist ja die Lücke wenigstens schon fast zu, aber mit der Zahnspange fühle ich mich schon so ugly, muss ich ehrlich sagen. Ich muss auch sagen, dass Männer darauf irgendwie komisch reagieren, weil ich weiß, wie ich davor auf... Du kriegst es ja mit, wie Männer auf... Also, ja, wie ich auf Männer wirke und wie es zum Beispiel jetzt... Und ich glaube, es ist für viele ganz befremdlich. So, man sieht natürlich schon, dass ich keine 18 mehr bin, deswegen ist auch mal... Also ganz irritierte Blicke, immer dieses... auf die Zähne und also immer das, so hoch, und das, da merke ich, dass mich das sehr stark irritiert, und ich dann immer so, weißt du, so macht mich schon ein bisschen unsicher. Ja. Weißt du, ich um dir jetzt mal was zu sagen, ich hatte bei mir auch, als ich echt eine Akne hatte, am Anfang wurde immer schlimmer, so jede Woche für Woche, und immer war es extrem schlimm. Und ich weiß, da hatte mein Freund Geburtstag, André heißt der, der hatte Geburtstag, und grüß dich, außer André. Also eine Party, wa? Oder das so? Geburtstagsparty im Club. Das war hab's ihm sogar gesagt. Ich habe meine Mutter als Kosmetikerin, die mir so Abdeckcreme gekauft. Zum Abdecken der Pickel. Mit so ein bisschen so beige Farbe. Das ist Hausfarbenton. Genau. Und das sieht man halt, wenn man richtig hinten schaut. Aber im Club sieht man es nicht. Also das ist so dunkel. Ja. Das war ein schöner Abend, weil da habe ich zum ersten Mal gemacht. Hab direkt eine gute Erfahrung gemacht. Ich dachte so, niemand hat gemerkt, dass ich Pickel hatte. Aber ich hab's ab dem Tag nicht einen Tag ohne diese Abdeckcreme rausgegangen. Nicht einen Tag bin ich ohne diese... Ich musste jeden Morgen duschen gehen, mein Gesicht reinigen und diese Abdeckcreme raufmachen. Und dadurch wurde meine Akne und mein Selbstbewusstsein so extrem beschädigt. Ich konnte nicht bei Freunden übernachten. Ich konnte nicht, wenn ich irgendwo mich anlehne, färbt es ab wie beim Make-up. Und ich habe mich so beschämend gefühlt. In der Schule haben mich dann sogar Mädchen angesprochen, was ich im Gesicht habe. Oh. Und das war extrem, also da bin ich wirklich unangenehm. Zusammengebrochen. Ja, also ich dachte mir so, ich bin gestorben. Wie haben sie das gemacht? So nett? Ja, die haben nur gesagt, weißt du, was gesagt haben? Ich weiß noch nicht, die Organisation. Samuel, hast du eine Schwester? Ich sag so, nee, warum? Na,
du hast hier Make-up im Gesicht. Ich habe gesagt, nee, das ist so eine BB-Creme, so eine Abdeckcreme. Das ist auch so doof, ja. Ah, okay. Und dann war ich halt wirklich... Und so laut vor anderen Leuten? Ja, es war schon laut. Aber na, ist nicht so schlimm. Mhm. Auch andere, das hat jeder gemerkt. Ich war bekannt dafür, dass ich, die haben gesagt, dass ich Make-up Gesicht habe. Also, und ich konnte aber nicht mehr ohne rausgehen. Es ging nicht mehr. Es ging wirklich nicht. Es ging nicht. Ich konnte nicht. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, ich kann nicht mehr. Und dann bin ich hier zusammengebrochen in dem Zimmer hier und bin nicht mehr rausgegangen. Weil es ging nicht mehr. Es war wirklich extrem. Ich habe es über Monate, ich bin arbeiten damit, ich habe alles damit gemacht. Mhm. Irgendwann bin ich zusammengebrochen. Es ging nicht mehr. Und ich finde es so krass, wie ein so eine Äußerlichkeit so extrem beeinträchtigen kann. Ich konnte nicht mehr normal leben. Es ging nicht. Wann war das jetzt genau? Das war genau letztes Jahr. Es war heute genau vor einem Jahr, wo ich zusammengebrochen bin und nicht mehr rausgegangen bin. Wie geht's dir jetzt im Gegensatz zu vor einem Jahr? Bestens. Auf was für ein, weißt du, was für ein Level würdest du sagen, wenn du da auf 0 warst? Wenn ich da auf 0 war von 100, bin ich jetzt auf 70 von 100. Super. Und weißt du, was das Coole ist? Ich habe immer gedacht, alle anderen können morgens... Guck mal, wenn alle anderen heute Süßigkeiten essen, stehen sie morgens auf, haben hier zwei Pickel und gehen alle mal wieder raus. Hm. Wenn ich Süßigkeiten esse, ist mein ganzes Gesicht rot, mein ganzes Eiter spritzt mir aus dem Gesicht und ich kann nicht rausgehen. Ja. Und jetzt, wenn ich heute cheaten würde, hätte ich hier ein paar Pickelchen auf der Nase und kann einfach nochmal wie alle anderen meinen Tag trotzdem leben. Ohne mich davon einschränken zu lassen. Aber warum? Weil es einfach nicht mehr so doll wird? Oder weil sich generell was verändert hat? Nee, weil ich ja, davor hatte ich ja richtig, ich mein Gesicht war komplett voller Pickeln. Ich weiß, ich hab's ja gesehen. Voller Akne. Ich hab's ja gesehen. Und das Problem ist, wenn du einmal da Süßigkeiten isst, wenn alle rasten aus. Hm. Alle rasten aus. Hm. Und nicht so wie bei dir, wenn andere dann hier so ein paar Pickel bekommen. Ja, ich bekomm's auch immer jetzt hier so. Ja. Und in bestimmten Lichtwinkeln. Ich glaube, so wie jetzt, dann sieht man das ja immer schlimmer so, ne? Aber was macht es mit dir? Ist es schlimm für dich? Also... Wenn ich jetzt rumjammere, mich stört das auch schon super. Ja, siehst du? Weil ich halt, ich nehme halt auch keine Pille mehr. Also, ja, das als ich die Pille genommen habe, ich hatte generell auch in deinem Alter, ich hatte gar nichts vor nichts. Ich hatte wirklich so wie ein Baby hinter. Da hast du richtig Glück gehabt. Ja, aber dafür habe ich so mit 30 wie so ein, also ich hatte ja keine richtige Akne, aber ich habe so wie so eine Pickel plötzlich bekommen. Das nennt man auch Erwachsenenakne. Weil du die Pille abgesetzt hast oder schon vorher? Nee, die habe ich, ja. Na gut, aber es ist auch schon 5 Jahre her. Ne? Und guck mal, und meine Haut ist seitdem irgendwie immer so. Ja. Und wenn ich halt auch was Süßes esse, boom. Wenn ich bestimmte Weizensachen esse, ja, genau. Wenn ich bin sowieso ganz, ganz empfindlich für meine Haut bei Cremes. Ich kriege dann immer gleich hin der Pickel und mich stört das schon. Ne? Aber es gibt schlimmere Sachen. Also wenn es schlimmer wäre, würde ich auch super. Also wenn es so wie es bei dir aussah, also boah. Was hättest du gemacht? Weißt du, kannst du dir vorstellen, was du gemacht hättest? Mir geht es wahrscheinlich genauso furchtbar, weil es sieht einfach schon übel aus. Problem ist, es ist ja eine krasse. Guck mal, Akne entsteht nicht einfach. Weil die ganzen inneren Organe sind schon so abgefuckt, dass sie nicht mehr verarbeiten können, den ganzen Dreck, den du reinwirfst von oben, dass sie eben das nach außen tragen müssen. Man ist ja auch krank, wenn man Akne hat. Also bis wirklich, ich war wirklich. Guck mal, ich bin oftmals. Ich habe den ganzen Tag meine Augen getränt. Also wirklich vor Müdigkeit getränt. Weil ich konnte nicht einschlafen. Ich musste aber aufstehen. Und es war für mich so eine Qual, dass ich jeden Tag aufstehen musste. Aber am Abend davor habe ich mir gewünscht, dass ich morgen nicht mehr aufstehen muss. Weil es so schlimm für mich war, morgens, wenn die Sonne aufgeht, rauszugehen. Alle sehen, dass ich, wie ich aussehe. Es war wirklich schlimm. Wirklich schlimm. Ich bin ja froh, dass du es jetzt hinter dir hast. Bin ich auch. Warte, war ich noch Selleriesaft? Nee, ist ja, ist nicht mehr. Aber das habe ich auch. Ich bin jetzt im Nachhinein dankbar dafür. Weil mich jetzt die ganzen anderen Sachen überhaupt nicht mehr abfacken. Mich überhaupt nicht mehr stören. Ja, hat eine Erfahrung irgendwie, ne? Ja, guck mal, wie dankbar muss ich sein, ganz kurz, dass ich in so jungem Alter so eine Erfahrung schon machen durfte. Dass ich jetzt die nächsten 60 Jahre mit auf den aufbauen kann. Ist das Holz? Nein. Nee, es war, oder? Es ist doch krass. Also ich finde das wundervoll und ich bin wirklich jeden Tag wirklich dankbar dafür. Und das ist mein Highlight des Tages, Freunde. Oder des Jahres. Hast du eigentlich jetzt mal dieses Dankbarkeitstagebuch angehört? Noch nicht. Okay, also eine Sache, die ich, muss aber geschehen, jetzt auch schon länger nicht mehr so regelmäßig gemacht habe, was ich aber vor der OP gemacht habe, habe ich mir ein Buch gekauft und da waren halt so Aufgaben drin, die man machen soll. Von Kim Fleckenstein ist das ein Buch, 10 Minuten für Selbstliebe, empfehle ich wirklich jedem. Wirklich nach diesem Buch liebst du dich wirklich selber. Du wirst halt auch mit viel Sachen konfrontiert und hast jeden Tag Aufgaben, die du machen musst, hinsetzen, das machst du alles zu Hause,
hörst was Meditatives, machst kleine Aufgaben. Und dann ist halt auch eine Sache drin, dass du eine Dankbarkeits-, also wo es irgendwie, ich habe irgendwas Schönes, irgendwie wurde was reinschreiben willst. Ich bin dann zu TK Maxx gegangen, habe mir wirklich ein schönes Buch so gekauft, was mich angesprochen hat. Und du schreibst, eigentlich sollst du morgens und abends, und ich habe für mich festgestellt, dass das aber, wenn du abends das hinschreibst und morgen aufwachst, dass da irgendwie nichts dazwischen ist, dass ich jetzt immer abends gemacht habe. Hm. 5 Sachen, wofür ich wirklich dankbar bin. Und am Anfang war es so, da sitzt du so ein bisschen so nicht trotzig da, so, hä, der Tag wird auch so scheiße und irgendwie, ist gar nicht so. Ja, du willst immer so on top haben, so was so ganz Großes, weiß ich, so, boah, ich habe heute 1000 Euro gefunden oder irgendwie, also es muss immer was Krasses gewesen sein. Ja. Und irgendwann geht es halt davon runter, so, dass du einfach, der Schlüssel an diesem Dankbarkeitstagebuch ist ja, oder der Sinn dahinter, dass du für Kleinigkeiten dankbar bist. Und das war dann halt irgendwann, fiel es mir ganz leicht zu schreiben, zum Beispiel der Feind oder Christian, so einen Blick so für so Sachen, ich hatte jemanden angelächelt, oder ich sag jetzt mal so, was du mir erzählt hast, du hast 30% bei Nike von einem fremden Kassierer bekommen, weil er dich nicht unterhalten hat. Ein Eindruck in das Dankbarkeitstagebuch oder irgendwie so Kleinigkeiten, oder weiß nicht, deine Mutter hat dir irgendwie eine schöne Zahnpasta mitgebracht oder irgendwas, oder du gehst halt ins Kino und guckst einen coolen Film. Richtig. Weißt du, oder keine Ahnung, also wir haben ein gutes Gespräch geführt und es aufgenommen. Also du kannst, oder ich habe heute ein schönes Essen mir gemacht. Ja. Weißt du, wenn du so wie die Pancakes, die wir mal zusammen gemacht haben, so eine Sachen kann man reinschreiben, weißt du? Und wenn du das halt vermehrt machst und wirklich jeden Abend kontinuierlich immer tust, das hilft dir im Alltag, diesen Blick für Kleinigkeiten zu gewinnen und dass du einfach dafür dankbar bist. Und gerade durch diese OP, essen, trinken, schlafen, wie du willst, sprechen, es sind keine Selbstverständlichkeiten. Alleine dadurch, okay, ich hatte halt heute oder gestern auch einen blöden Tag so, aber ich habe so viel mehr Lebensqualität als noch vor 4-5 Monaten. Ne? Ja. Also, das war echt kein Leben mehr. Und das Problem ist, durch diese schnellliebige Welt, die wir haben, ich muss auch wieder aufpassen, man kommt halt wieder so schnell weg und erinnert sich dann halt nicht wieder dran. Und eigentlich musst du jeden Tag dankbar sein, dass du rausgehen kannst, dass du dich bewegen kannst, gucken kannst. Ich weiß so, ich in den letzten Tagen wirklich so aus wie der Himmel. Oder so gucken kannst. Immer, du siehst raus und die Menschen laufen halt alle nur in ihren Handys und im Bildschirm rum und du nimmst gar nicht das Außen wahr. Guck mal, ich habe jetzt aufgehört, Musik zu hören, wenn ich irgendwie irgendwas mache. Ja, weil du immer Bescheid wirst. Genau, habe ich aufgehört, jetzt zu machen. Ja. Und ohne Witz, ich bin jetzt die letzten Tage zum Fitnessstudio gelaufen. Ich laufe jeden Tag, jeden Morgen zum Fitnessstudio, also zu Fuß. Sind so 20 Minuten Fußweg. Ach, hier zum FitX Adenauer. Und immer wenn ich da ankomme, so ein Sonnenschein, der aufs Fitnessstudio geht, und ich dieses Panoramablick, und ich denke mir so, geil, ich lächle einfach, da, ich fühle mich alleine, da sind so ein paar andere Menschen, ich finde der Moment, jeden Morgen, ist so wunderschön, ich freue mich richtig drauf. Weißt du, was in dem Moment mit dir passiert? Was? Du bist in diesem Moment ganz bewusst, du bist wirklich in der Gegenwart, im Hier und Jetzt. Das ist krass. Und in dem Moment bist du dir wirklich ganz bewusst im Hier und Jetzt. Und deswegen empfehle ich auch Eckhart Tolle jetzt. Das ist halt dieses Bewusstsein, nicht in der Vergangenheit hängen, nicht so, ich hatte mal Akne und so, oder ich hatte mal, neues Mal als Beispiel. Ja. Oder ich groll irgendwas nach, oder in der Zukunft, ich habe so eine Ängste, ich bin 35, ich habe das nicht geschafft, oder sich vergleichen, ich habe keine Kinder. Weißt du, so, du hast eigentlich jetzt, guck mal, jetzt, hier und jetzt. Also genau, geht's uns super. Aber und was für Probleme hast du? Genau jetzt. Ich habe jetzt keine Probleme. Genau, ich gerade auch nicht. Genau hier, jetzt. Ich habe vielleicht ein bisschen Durst. Das ist so eine Ja. Wasser. Alles gut. Naja, ich finde das. Also ist auch Durst. Wir machen das kurz zu Ende. Ja, also ich. Allein schon, ich stehe voll kürzlich laufen. Ich hatte ja schon viele Verletzungen dadurch, dass ich so viel Sport, also Handball gespielt habe. Naja, also ich hatte allein vor 3 Jahren Bänderriss wieder. Gut, das ist kein Vergleich mit der Kiefer-OP so. Ich bin auch 3 Tage später wieder ins Fitnessstudio gegangen, aber halt, das ist halt auch natürlich auf Krücken, ins dritte OG hochzulaufen. Ja. Ne? Da war ich auch super froh. Und das ist auch eine Sache, siehst du daran, denke ich eigentlich auch nicht mehr, dass ich das hatte, nur so eingeschränkt. Krass, ne? Krass. Das muss man sich eigentlich immer wieder so. Das ist einfach auch, und die Leute sind halt so abgeschirmt und durch dieses ganze, ich bin kein alles Fan von Instagram. Alles ist selbstverständlich für alle. Ja, genau. Alles dieses, selbstverständlich. Dieses immer schneller hast du das neueste Handy, in 2 Wochen ist schon wieder alt, ich brauche das neuere, und du dieser Vergleich halt auch mit anderen, ey Leute, ich habe ein iPhone 4 und mich interessiert es überhaupt nicht. Ja, ist es aus? Ja, geht weiter. Okay. Klar denke ich manchmal, mein Handy ist echt, weil es ist auch scheiße, die Bilder sind schlecht. Ich hätte auch gerne ein neueres Handy, was ich mir natürlich kaufen könnte.
Aber ich bin halt, also ich sehe es halt echt nicht ein. Ich kenne halt manche, die haben sich ein Handy gekauft, dieses neue iPhone, ich glaube für 1.200 Euro. Ja, iPhone XS. Ist es nur meine Meinung. Ich finde es richtig, ich will nicht sagen krank, aber so dafür so viel Geld auszugeben für ein Handy, ja. Da fahre ich lieber 2 Wochen in Urlaub oder... Ja. Weil dafür, dass es irgendwie, also mir runterfällt, ich würde so heulen und schreien, wenn mir so ein teures Handy runterfällt. Ja, ja. Und aber das ist jetzt ein bisschen fern vom Thema, was Selbstliebe angeht. Ja. So, also du hast einen Buchtipp genannt oder noch einen Autorentipp, hast du gerade gesagt? Ja, einmal diese Gegenwärtigkeit, dieses Bewusstsein, raus aus dem Schmerzkörper, raus aus dieser Vergangenheit oder was ist, dass du wirklich bewusst lebst. Und halt, Eckhart Tolle ist sowieso super, weil er halt auch diese Muster, die halt jeder mitgekriegt hat von seinem Zuhause. Ja. Angenommen, du hattest Eltern, die sich immer gestritten haben, dann hast du einfach auch eine Streitkultur mitbekommen. Klar. Du weißt gar nicht, wie man sich normal unterhält oder einen Streit klärt. Es gibt Leute, die können nur Türen knallen, die Mutter schreit, du schreist zurück. Ja. Fertig. Und so gehst du dann irgendwann in eine Beziehung rein. Richtig. Was passiert? Du lebst genau das gleiche nach. Du schreist deine Freundin an, die schreit zurück. Man ist unglücklich und so sind es halt so eine Kreisläufe. Und der erklärt dann halt so ein bisschen, was dann halt auch mit den Leuten passiert. Auch mit der Kommunikation und einfach dieses Bewusstsein. Was mache ich auch gerade? Was kommen für Gefühle hoch? Zum Beispiel, was ich, glaube ich, mit der Uber mal erzählt habe. Wenn du halt unbewusst bist, eigentlich mit einem ganz bewussten Menschen, kannst du dich nicht streiten. Weil selber, wenn du auf einen Streit eingehst, bist du selber in dem Moment eigentlich nicht bewusst. Richtig, genau. Ist richtig. Ich kann es genauso. Ich finde auch, also was ich habe ja auch schon gesagt, also ich weiß nicht, dass Streit... Das sind immer alte Verletzungen. Richtig, ein Mangel von Selbstliebe oder ist jedes Mal. Nein. Aber es sind halt auch alte Verletzungen aus der Kindheit. Richtig. Zum Beispiel, wenn du mal irgendwas erfahren hast als Kind, was du als jemand hat dich lieblos behandelt. Das ist eine alte Wunde, die da ist. Ich hatte ja gestern erst einen Streit mit meiner einen Bekannten oder Freundin, was auch immer. Ging es um ein Thema und gerade an meinem Geburtstag. Und habe mich halt sozusagen auch mit darauf eingelassen, weil ich in dem Moment auch nicht bewusst war. Ich habe mich sozusagen provozieren lassen von ihrer Art. Unbewusst so. Ja, sie war aber noch 10-mal unbewusster. Ja, aber. So. Und? Ja, aber. Muss ja nichts an dir ändern. Ja, aber du kennst es auch selber. Ja, das wird dir wahrscheinlich heute auch erst passieren. Natürlich, also, das passiert jeden Tag, passiert, dass du unbewusst wirst. Das hast du mich voll rausgebracht. Entschuldigung. Komm wieder rein. Ja, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, wenn man mit einem ganz, ganz bewussten Menschen kann man sich nicht streiten, weil er nicht darauf eingeht. Er fühlt sich nicht angegriffen, er geht dann nicht in die Defensive, er geht nicht in die Offensive. Also er zieht sich nicht zurück und geht aber auch nicht auf Angriff, aber du hast und du, sondern der ist halt einfach, ja, so wie erleuchtet. Aber dahin zu kommen, das ist sehr schwer. Ich würde nicht sagen, man kann es nicht schaffen, aber allein einfach, wenn man eine Diskussion oder merkt, da entsteht halt was, und aber die sich bewusst werden, dass so eine Gefühle hochkommen, okay, mich verärgert das gerade, was ärgert mich denn aber eigentlich gerade, was die Person sagt. Und da muss man gucken, was ist das denn genau für ein Gefühl, was steckt hinter dem Ärger. Dann kann zum Beispiel, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht frustriert. Ich kann jetzt mal ein Beispiel von meiner ehemaligen Beziehung sagen. Zum Beispiel eine Sache, ich war einmal so, also Frauen neigen ja auch oft dazu, dann manchmal nicht klipp und klar die Sachen zu sagen, was sie wollen. Ich bin zum Beispiel nicht so, ich bin da eher ein sehr direkter Mensch. Und jetzt mal ein Beispiel, was so typisch Frau ist, angenommen du und deine Freundin jetzt, und du siehst die ganze, hast eher wenig Zeit für sie. Sie würde dann sagen, nie hast du Zeit für mich, und dann noch in so einem Ton. Der normale Part würde nicht, also der normale Werdegang von den Menschen im Moment ist, immer meckerst du nur an mir rum. Irgendwie sowas. Weil die meisten Leute... du würdest ja nicht einfach innehalten. Ich würde sagen, tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Nee, aber einfach drauf, weil hinter diesen Meckern, hinter diesem, du hast keine Zeit, steckt ja ein Bedürfnis, was nicht erfüllt worden ist. Ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich allein. Irgendwie so eine Sache, weißt du? Und dann muss der andere, also nicht muss, aber wenn der andere halt selber gegenwärtig und bewusst wäre, würde er halt denken, okay, sie greift mich zwar gerade total an, aber da ist halt ein Bedürfnis, was nicht erfüllt ist. Dann könnte man nachhaken. So. Ja. Und das ist aber schwer. Manche, also das sind halt so eine Kommunikation. Das ist aber halt auch schon schwer, ne? Ist es. Dann halte ich auch nicht so, wenn eine Person so vor einem stehen und irgendwie dann rummeckert, weißt du, dass du dann nicht so mit gegenschießt oder so. Weißt du, das ist halt auch manchmal, Ton macht natürlich auch die Musik, und dann auch immer so, dann so ruhig zu bleiben, ne? Wenn die andere Person dann so. Ist schwierig.
Und es ist halt immer, immer hinter jedem negativen Gefühl ist immer ein unbefriedigter Bedürfnis. Ja. So. Sei es darum, ich fühle mich nicht gesehen, ich möchte mehr, weil sie hätte auch sagen können, du, ich möchte gerne mehr Zeit mit dir verbringen. Ja. So. Ich finde, also irgendwie erklären, was sie eigentlich genau möchte. Genau. Schätze, du hast nie Zeit für mich. Du liebst mich nicht. Oder weißt du jetzt nur mal als Beispiel so. Ja. Und bei Männern natürlich genauso. Ja. Okay, also mein Schlüssel zur Selbstliebe ist, mir jeden Tag in Bewusstsein zu rufen, für was ich dankbar bin. Das ist wirklich mein Schlüssel, um jeden Tag glücklich und mich selber mehr wertzuschätzen. Nicht selbst zu lieben ist so ein Herz, das schaffen, liebst du dich selber lieben. Vom ganzen Herzen musst du. Du musst dich selber lieben, sonst kannst du keine Beziehung führen. Richtig. Aber du, wenn du sagst, ich zum Beispiel kann immer noch nicht vom fremden Personen richtig offen lächeln zum Beispiel. Das geht einfach noch nicht. Ja, in dem Moment liebe ich mich ja nicht selbst. Nee. Siehst du? Ja, aber du ist ja ein Weg dahin. Du fängst ja nicht an und bist plötzlich, Hauptsache du schaffst vielleicht irgendwann die 70% und musst es nicht von außen und durch irgendwelche Fotos und von Instagram, wie viele Likes, wie viel Bestätigung habe ich bekommen. Ja. Und wenn mir da keiner ein Like auf ein Foto gibt, dann fühle ich mich scheiße. Dann machst du dich hier abhängig durch richtig, das Außen. So. Ja, abhängig vom Innen machen, von dir selber. Eine Sache wollte ich noch dazu sagen. Also, Selbstliebe ist halt auch, dass du mit dir an sich selbst freundlicher umgehst. Dass du nicht, oh, ich bin so dumm, ich bin so scheiße. Weil wenn ein Freund zum Beispiel ein Problem hat und der erzählt dir zum Beispiel, deinem Alter passt jetzt ganz gut, ich habe eine Klausur verkackt. Ja, ja. Ist gerade passiert. Und stell dir mal vor, der Freund sitzt vor dir, oh, ich bin so scheiße, ich bin so ein Vollidiot, ich kann nichts. Du würdest doch nicht sagen, ja, du bist so scheiße, du kannst wirklich nichts. Nein. Du würdest sagen, du würdest ihn noch irgendwie aufbauen. Ja, klar. Und dasselbe machen wir mit uns meistens nicht. Wir gehen mit uns genauso um, als wenn wir so ein Feind wären. Und daran liegt es, man muss mit sich selber so umgehen, als wenn du, wie mit deinem besten Freund, mit deiner besten Freundin. Ja. Mit sich selber liebevoller sein. Das ist halt auch ein Umgang, wie du halt einfach auch nicht zum Sport gegangen bist aufgrund des Grats natürlich nur. Genau. Aber halt auch nicht dieses Fertigmachen, dieses immer Klotzen, dieses immer. Selbstliebe. Ja. Du bist aber halt auch zum Sport gegangen. Ja. So, ist und richtig. Einfach dieses mehr auch auf seinen Körper hören und nicht dieses abhängig von außen machen, mehr auch ein bisschen auf sich gucken. Natürlich nicht im egoistischen Sinne und alle anderen sind mir egal, aber halt auch nicht so. Auch auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören. Ne? Was möchte ich halt auch, was würde mir halt gerade gut tun. Ne? Ich war zum Beispiel Mensch, ich habe auch immer sehr darauf, war auch eher so nicht im Außen, sondern eher mal so, was möchte die andere Person, was kann ich machen, damit was ihr kann das, ich für sie tun? Genau. Aber warum, was kann ich für uns tun? Was kann ich für mich tun? Ja, warte, ist die richtige Frage, wenn die eigentlich, ich habe das vom Mönch gelehrt, eigentlich wäre es gut, wenn beide so denken würden. Aber das geht ja nicht. Warte doch mal. Was kann ich für den anderen tun, wenn der andere auch so denken würde? Weil dann wäre man immer in Liebe zueinander. Richtig. So meistens ist es aber immer ein Geber und ein Nehmer. Ja. Ungleichgewicht. So. Und wenn du ein Geber bist, wirst du tendenziell Nehmer immer anziehen. Von Leuten. Und genau. So. Ich, und so eine Leute, Freunde, auch in Beziehungen hatte ich sowas natürlich ganz auch. Bitte. Ja? Und da vergisst du dich dann halt manchmal schnell selber, so, ne, so eine Sachen, du bist dann halt, achtest nicht auf deine eigenen Bedürfnisse, so, das ist halt auch ganz wichtig, so, was sind deine eigenen Bedürfnisse, so, das hat aber wieder was mit diesem Bewusstsein zu tun und deswegen appelliere ich wieder so, Eckhart Tolle lesen, aber das ist halt ein Prozess, wenn du das liest, ich habe schon mal vor ein paar Jahren gelesen, ich habe zwar vom Kopf verstanden, aber es kam noch nicht wirklich hier im Gefühl richtig an, dass ich, also auch so, das kann ich nicht erklären, das ist ein Gefühl, was ich richtig gefühlt habe. Ja. Dass ich auch für die Thematik genau jetzt offen war. So. Richtig, was damals. Weil es ist einfach ein Prozess. Das ist, du lebst lange, du wächst immer ein Leben lang. So, ne? Ja. Also, aber auf jeden Fall empfehle ich dieses Dankbarkeitstagebuch dafür. Sich selber ein besserer Freund sein, mit sich selber liebevoller umgehen. Ein bisschen gucken, was seine eigenen Bedürfnisse sind, wenn man dazu neigt, immer zu sehr auf den anderen. Aufpassen vor Energievampiren zum Beispiel, so Leute, die sich so wie aussaugen. Schönes Wort. Sind einfach Leute, die dich aussaugen. Ja. Genau, und einfach ein nice, geiles Leben machen. Das heißt auch nice, so, geiles Leben. Das sagt man mit 35, also heutzutage. Nein, ich habe das von einem Therapeuten, der ist nochmal wesentlich älter als ich und der sagt immer nice, geiles Leben und das finde ich richtig cool. Ja. Weil der geht Kitesurfen, der ist nochmal 10 Jahre älter als ich und der macht dies und der ist das. Den kann ich zum Beispiel auch von YouTube, kann ich nur empfehlen, Christian Hemschemeier. Der ist sehr darauf spezialisiert, auf Beziehungen. Ja. So halt auch gerade dieses, wenn du, mal vielleicht jemand an sich, der bindungsängstlich ist, der eher narzisstisch ist oder wenn jemand zu abhängig ist und so. Und gerade diese
Beziehungen, das hat ja jeder von uns, Beziehungen, das ist ja so ein großes Feld. Und der Typ ist echt cool und der appelliert halt auch sehr, dieses sich erstmal sozusagen klar zu kriegen, sein Leben für sich zufriedenzustellen, dass man mit sich selber cool ist. Ja. Wenn du mit dir selber zufrieden bist und coole Hobbys hast und du brauchst nicht unbedingt eine zweite Person, um dich glücklich zu fühlen. Richtig. Wenn du da angekommen bist, dann bist du eigentlich auch erst wirklich bereit, eine gute Beziehung zu führen. Korrekt. Weil dann ziehst du auch andere Menschen an. Ja. Weil ich kann das ja von mir selber auch, als ich in deinem Alter war, ich hatte meine erste Beziehung mit 18, war sehr desaströs. Also es war keine gute Beziehung, die ich hatte. Es war ein... Geht weiter. Ja, ich will darauf jetzt näher gar nicht eingehen, aber da kann ich halt sagen, ich habe mich auch nicht wirklich sehr geliebt zu der Zeit. Also es war ziemlich auch mein Selbstwert. Es ist immer wie viel, also Selbstwert heißt ja, wie viel wert bist du dir selbst? Richtig. Es hat ja auch wieder was mit der Kindheit zu tun, wie war deine Vergangenheit. Und wenn du zum Beispiel so mitbekommen hast, so, dann prägt sich so ein Glaubenssatz ein, ich bin nicht viel wert, ne? Ja. So. Und dann ziehst du einfach auch im Erwachsenenalter oder im jungen Alter halt auch Leute an, die dich vielleicht nicht ganz so gut behandeln. Und du lässt es halt sozusagen mit dir machen, weil der Mensch, auch wenn es schlecht ist, wenn er nur das Schlechte kennt, neigt er trotzdem dazu, zum Schlechten zu gehen oder zu etwas, was vielleicht nicht so gut ist. Weil wenn du das nur kennst, das ist dir ja vertraut. Richtig. Auch wenn es erstmal komisch klingt, aber unterbewusst sind das einfach diese Mechanismen. Weil jeder hat so einen oder kennt dann auch von sich selber, dass man manchmal Sachen tut oder Beziehungen eingeht, wo man eigentlich merkt, so, das ist eigentlich nicht so wirklich super oder nicht so wirklich gesund oder eigentlich nicht so erfüllend. Ja. Du dich aber auch irgendwie nicht losreißen kannst. Und da stecken halt immer diese Mechanismen drin. Ne? So. Habe ich ein bisschen, jetzt weiß ich nicht, warum ich das ursprünglich erzählt habe, aber genauso mit, ich weiß es nicht mehr, da habe ich ein bisschen den Faden verloren. Egal, nicht schlimm. Okay. Ja. Okay, so. Wenn du möchtest, würde ich nächstes Mal gerne über das innere Kind reden. Da hast du ja auch extrem viel mit zu tun. Das finde ich wahrscheinlich, ich möchte einfach darüber reden. Ich mache ganz viel innere Kind. Aber was heißt ganz viel? Nicht jeden Tag, aber darüber ich reden bin wir da wirklich mal. Mittlerweile, also was so angeht, will ich sagen, ich bin jetzt hier der Superguru, aber ich kenne halt niemanden. In deinem privaten Umfeld? Privaten Umfeld oder auch in meinem flüchtigen Umfeld, jemand, der das tut, weil als ich so alt war wie du, ein bisschen älter, mit 22, habe ich das erste Mal davon gehört. Und ich dachte damals, die Frau wäre wirklich verrückt, die mir davon erzählt hat. Und jetzt, ich führe innere Kindgespräche. Ja. Und dann können wir gern darauf... Nächstes Mal also eingehen. Genau, auch Stefanie Schaal und so. Das ist ja eine führende Psychologin auf dem Gebiet. Okay. Und alles klar. So, ihr könnt Jennifer finden auf YouTube. Talk mit Jennifer. Instagram hat die Liebe nicht. Nein, hat vor 2 Jahren gelöscht. Können wir ja auch nochmal irgendwie gerne... Drauf eingehen, genau, warum Instagram raus ist aus deinem Leben. Also, warum Social Media. Aber Facebook nutzt du noch, oder? Ja, also ich bin sowieso noch diese Generation, weil du hast ja selber mal gesagt, die ganzen 30-Jährigen sind alle so bei Facebook. Ist einfach so. Es gab, als irgendwie so alt war, da gab es nur das. Ja, also dann gab es davor noch MySpace. Das ist, glaube ich, völlig tot. Ja. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Okay, wir reden darüber andermal. Wir müssen jetzt nicht im Thema Selbstliebe so... Nee, aber genau, Instagram muss ich vielleicht aber dann nochmal wegen meinem Reha-Sport und Sportgeschichten. So, vielleicht nochmal aufleben lassen. Auf jeden Fall aktuell Talk mit Jennifer auf YouTube. Willst du dein Facebook sagen oder das lieber nicht? Nee, aber also ich habe momentan bei YouTube jetzt, ich bin da ja relativ neu und habe ja eher nur diese ganzen Kiefer-Videos. Sind ja auch nicht viel. Aber trotzdem, wenn ihr sie abchecken wollt, könnt ihr es gerne machen. Ansonsten war es das für heute, würde ich sagen. Nächstes Mal reden wir über das innere Kind und eventuell auch über dieses Social-Media-Ding. Die beiden Sachen sind noch die Themen. Das ist eigentlich ein sehr wichtiges Thema, auch dieses ganze Handy. Ja, dieses Handy. Ja, okay, das Handy, Freunde, nächste Folge. Nein, dieses Junkie-hafte, ne? Aber dieses ich finde, alle laufen drauf und rum wie Zombies. Ist einfach so. Und okay. So, Freunde, macht euch einen schönen Tag, eine schöne Woche, ein schönes Jahr oder auch ein schönes Leben. Wer weiß. Vielleicht hört ihr auch diesen Podcast danach nie wieder ein. Nein, lebt im Hier und Jetzt heute, jetzt. Macht was Schönes. Macht jetzt was Schönes. Genau. Macht einfach immer jetzt was Schönes. Euer Leben ist immer schön, oder? Wenn du immer jetzt was Schönes machst. Ja, gut, es passiert natürlich auch. Das Leben ist ja so. Es kommen ja Hindernisse und das besteht aber darum, die Hindernisse zu überspringen oder halt trotzdem zu schaffen. Ne? Das Leben ist einfach up and down. Weil wenn du immer nur so gehen würdest, wüsstest du nicht, wie es ist, wenn es gut ist. Weil wenn du immer nur so kennst, kennst du ja nur das. Ja. Trotzdem, lasst euch nicht unterkriegen. Macht es mit dem Tagebuch. Genau. Und würde euch auch empfehlen, wirklich von Kim Fleckenstein dieses Buch zu kaufen,
Wir haben es auch nochmal als Screenshot, das kannst du einfach mal einblenden. Ich kann dir alles verlinken, wenn du mir das sagst, nochmal die ganzen Namen gleich nochmal schreibst. Also wir haben davon gar nichts und ich schwöre auf dieses Buch wirklich. Also ackert es aber wirklich durch, nehmt euch einen festen Tag, das alles erklärt. Ihr liest jeden Tag ein paar Seiten, ist nicht viel, macht morgens 10 Minuten und abends 10 Minuten und nach 4 Wochen, das Ganze geht 4 Wochen, liebt ihr euch wirklich selber. Also mit allen Füßen und mit allen Händen und Fingern schwöre ich darauf. Alles klar. So, dann Checker. Die Kiefer- und Zahnspangenfreunde lassen grüßen. Ciao.